siehst die Parteien, jede Partei hat zum Beispiel 20 Wahlpunkte, also Wahlkampfthemen, also zum Beispiel da Energiepolitik, Umweltpolitik und keine Ahnung, halt diese verschiedenen Punkte und dann gibt es immer 5 Sachen, denen du zustimmst und schon wieder 15 Sachen, wo du halt irgendwie dagegen bist und deswegen kann ich mich nie für eine Partei entscheiden und deswegen sind eigentlich alle Parteien scheiße. Nee, danke, wir müssen ganz schnell zum Auto. Nee, das ist ein Geheimnis. Politik? Nee. Kein Interesse daran. Ich interessiere mich dafür nicht. Nö, nicht, dass ich wüsste. Nein. Dies und das. Nicht so, also ich nicht so, du. Möchtest du, dass irgendwas in Deutschland verändert wird oder gefällt dir alles so, wie es in Deutschland ist? Was nochmal? Gefällt dir alles so, wie in Deutschland ist oder möchtest du was verändern? Ich will Polizistin werden. Und ich will da jetzt rein, dankeschön. Okay. Ich will dieses Jahr die FDP. Und warum? Bin von dem Konzept überzeugt. Boah. Die meisten interessiert das nicht, die meisten haben einfach keinen Bock da drauf. Vielleicht sollten mal die Parteien was dafür tun, dass sich Jugendliche dafür mehr interessieren. Ja. Sie muss authentisch sein, das heißt, es müssten eigentlich unter den Jugendlichen selbst, unter den Jungwählern, müsste sich was entwickeln, Aktionen machen. In einigen Organisationen, außerparlamentarischen Organisationen, gibt es ja auch talentierte Jugendliche, die rockig sind, aber... Vor Karrieren in Parteien haben die kein Interesse, sondern die in den Parteien sind doch viele junge Leute zwischen 25 und 30, die mehr, muss ich wirklich sagen, wahrscheinlich aus Karrieregründen das machen. Aber in vielen Verbänden, Naturverbänden und sonstigen Organisationen gibt es Greenpeace und ATTAC, gibt es schon einige sehr talentierte Nachwuchspolitiker. Noch interessiere ich mich dafür nicht, das ist noch nicht so mein Ding. Okay, also willst du auch mal später wählen gehen oder? Ich werde später mit Sicherheit wählen gehen, aber... Wählen auch deine Eltern? Meine Eltern wählen auch, ja. Weißt du, was die wählen? Also wir unterhalten uns hin und wieder darüber, aber sie wollen es mir noch nicht verraten, das ist noch geheim. Interessiert ihr euch für Politik? Nein. Wieso nicht? Weil es scheiße ist. Überhaupt nicht, nee. Wieso, wenn ich fragen darf? Ist immer derselbe Quatsch. Also macht also erstens ist es stinklangweilig und zweitens, ja, egal was passiert, besser wird's nie. Egal wer an die Macht kommt, ist immer derselbe Murks. Hast du schon mal gewählt? Ja. Also aus Spaß teilweise. Ich habe mal die Piraten gewählt aus Spaß und also ich setze ein Kreuzchen, aber im Prinzip es interessiert mich nicht. Das ist, wenn ich dann, meine Eltern kriegen eine Stimme extra. So funktioniert das dann bei mir. Ich habe keinen blassen Schimmer. Was geht denn? Warum interessieren Sie sich nicht für Politik? Weil, kein Plan, ey. Ich weiß es nicht. Also Sie sind bestimmt schon 18, oder? Ja. Haben Sie schon mal gewählt? Nee. Wollen Sie wählen? Nee. Okay, wählen Ihre Eltern vielleicht? Nee. Auch nicht? Nee. Ich finde es gut, was Angela Merkel macht und ich finde die deutsche Politik so gut, wie sie ist eigentlich. Wieso interessiere ich mich nicht für Politik? Keine Ahnung. Man hat es in der Schule gemacht und dann langt es mir eigentlich. Weil es langweilig ist? Ich glaube, da informiere ich mich einfach mal so spontan. Also ich gucke mir halt mal so alles an. Aber auf keinen Fall will ich die Piraten. Und wieso? Weil das, was die anbieten, ist unrealistisch und das wird nie durchgesetzt. Keine Ahnung, weil im Fernsehen immer nur Erwachsene sind und also so Politiker und so, das spricht mich nicht so richtig an. Okay, und wenn du jetzt erwachsen sozusagen wärst, denkst du, du hättest mehr Interesse an Politik? Ich denke schon, weil man da mehr mitbestimmen kann und so. Politik? Keine Ahnung. SPD. Keine Ahnung, kein bestimmter Grund. Nicht wirklich eigentlich. Sagen wir es mal so, die einen sind asozial, die anderen sind normal. Also könnte man sagen, die Politiker sind eigentlich... Da können wir das auch alle gleich eigentlich versprechen und dann nichts halten. Ich könnte wählen, tue es aber nicht, weil, wie gesagt, ich vertraue da keiner Seite. Da kann man jetzt sich irgendwas anhören, das ist eigentlich nur mithilfe von irgendwelchen Prozessen, die nichts nutzen. Ein bisschen schon, was so los ist, aber nicht wirklich so. Ja, die möchten gern mal so die Tagesschau gucken und so. Mich interessiert das eigentlich, ehrlich gesagt, nicht wirklich so. Ja. Ja, Politik... Ja, wir hatten zum Beispiel in der Schule in der Woche
eine Stunde nur Politik. Sollte mehr gefördert werden, Politik auf alle Fälle. Ja, und ja, mit nicht nur sinnlosen Tests, sondern auch mal nach Berlin fahren und sich das Ganze mal live anschauen und also mit Exkursion das Ganze machen und vielleicht auch mal Politiker oder sowas in die Schule einladen, wo man dann auch persönlich Fragen stellen kann. Ich kann ja noch nicht wählen gehen, also habe ich ja eh nicht damit anzufangen. Angelika Merkel. Ja, ich sehe immer vor unserem Haus immer so Schilder, so von CDU und alles. Und da stand so letztens so ein Fahrrad, so die Linken. Die Politiker dürfen auch immer, also zum Beispiel die Merkel dürfen auch immer gratis zu den Fußball spielen. Ist doch voll cool. Ich würde gerne helfen, dass nicht so viele Leute arbeitslos werden. Können das ja auch irgendwie hinkriegen. Dass nicht so viele Arbeitsplätze Leute durch Maschinen ersetzt werden. Hilda Merkel, Gauck, Steinbrück eben. Ja, mehr fallen mir auch nicht ein. Schutz für bedrohte Arten, Wale und so und andere Arten. Auch so gerne helfen würde, aber Kinder kommen da halt nicht so weit, weil wir sind halt nicht so höhere Mächte halt, so wie die Präsidenten und Kanzler und so. Yo creo que los jóvenes no se interesan en la política. Hoy por hoy los políticos tampoco hacen mucho por su país, lo único que hacen sinceramente es llevarse el dinero o dar la cara y decir que van a hacer muchas cosas y después sinceramente no veo que hagan mucho. Y España últimamente está muy mal, no hay trabajo para los jóvenes y vista que no hay compromiso por parte de los políticos, pues la gente se bota a la calle. Y los jóvenes ahora son los que más están sufriendo, ¿no? Creo que hoy más que nunca se están comprometiendo y estamos dando la nota en el sentido de que no queremos que hacer lo que ellos nos dicen que tengamos que hacer porque sí. Dass man halt so guckt, dass es in den Schulen halt diese Ausgrenzungen und so halt auch weniger werden. Ich finde das nicht so gut, wenn das alles so getrennt wird. Naja, ich würde es halt so wichtig finden, dass nicht unbedingt so alle aus den verschiedenen Ländern zu uns geholt werden, die nicht wirklich Deutsch sprechen können. Und weil ich habe die Befürchtung, dass die Bewohner dann selber nicht wirklich verstanden werden und dadurch halt die Pflege auch nachlässiger, sage ich mal, wird. Ja, weil ich glaube, es wird dann einem halt ein Betrag angeboten und wenn man den nicht annimmt, dann kriegt man gesagt, ja, entweder nimmst du halt den Job oder wir suchen uns jemanden, der für noch weniger Geld das den Beruf macht. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin da relativ konservativ angehaucht und gucke mir wirklich gerne auch einfach die Battles, sage ich mal, im Fernsehen an und schaue mir auch gern die Politiksendungen an, weil ich schon finde, dass die Jugend sich dafür einsetzen sollte und dass viel mehr Menschen zur Wahl gehen sollten. Ja, ich finde einfach, dass wir es selbst in der Hand haben und dass das die Menschen auch einfach mal anerkennen müssen und nicht jeder denken muss, ja, meine Stimme zählt nicht oder so. Wir sind immerhin 82 Millionen Menschen, wenn alle Wahlberechtigten zur Wahl gehen würden, dann könnte man vielleicht auch wirklich da mitwirken und vielleicht auch mal selbst die Interessen äußern. Also dass die Politik nicht alle Interessen unter einen Hut bringen kann, ist klar. Aber irgendwie muss man selbst seine Stimme abgeben, um da irgendwie Griechenland natürlich, vielleicht nicht unbedingt jetzt für die Jugend interessant, also an für sich. Aber finde ich, ist ein Thema, womit man sich intensiv beschäftigen sollte und auch versuchen sollte, die Politik zu verstehen, anstatt nur zu schimpfen und zu tun. Auch einfach mal sehen, was dahinter steckt und warum das Ganze so läuft, wie es ist und wo Deutschland vielleicht auch in Abhängigkeiten steht. Sagen wir so, ist halt nicht so das Jugendthema. Also interessierst du dich für Politik? Interessiert ihr euch beiden für Politik? Nicht wirklich. Nein, eigentlich nicht. Ja, ich schaue ab und zu Fernsehen. Jetzt zum Beispiel RTL und da läuft ja CDU, SPD und so. Ich finde die Merkel voll süß, die ist voll goldig. Die ist so klein, witzig. Ich habe für die Grünen gestimmt. Ich weiß auch nicht warum. Weil das war in der Jugend so in, so etwas. Dann dachte ich mir, ich stimme einfach mal für die Grünen. Deutschland ist ja so ein Land, Demokratie voll viel und so ist ja so schon gut. So, also mir gefällt es hier in Deutschland. Ich denke mal, die saufen eher viel mehr. Also als statt sich
für sowas zu interessieren. Die verschwenden eher ihre Zeit mit so was zu trinken oder was mit Freunden zu unternehmen, anstatt sich für die Politik zu interessieren und gehen eher in die Arbeit, also auf die Arbeit. Ja. Keine Ahnung. Uninteressant. Geht ihr wählen? Also ich nicht. Auch nicht. Ist eh nichts Positives dabei. Zufrieden nicht, aber keine Ahnung. Und was soll man ändern? Ja, also ich ehrlich gesagt gar nicht. Nee, ich kann damit auch nichts anfangen. Ja, also im Grunde allgemein jetzt zur Sicherheit im Internet, was man jetzt gehört hat mit NSA. Aber wir werden ja eigentlich so in dem Sinne nicht ganz so aufgeklärt darüber, was da jetzt wirklich los ist. Und es geht einfach darum, meine eine Stimme, die wird jetzt auch nicht so viel ausmachen. Also ich denke, es gibt natürlich gerade was Gemeinde, was Landesräte angeht, also ich komme jetzt nicht direkt aus Wetzlar, aber auch was bei uns die Gemeinde angeht, hat man natürlich auch die Chancen, sich da vielleicht zu integrieren, oder man kann eine Partei, die einem vielleicht am Herzen liegt oder so, kann man einfach Mitglied werden und vielleicht schon auf kleiner Ebene versuchen mitzuwirken. Ich denke, da hat jeder die Chance, und wenn einem das wirklich, wirklich wichtig ist und man sich wirklich stark dafür interessiert, warum soll man dann nicht auch was bewirken können, schon auf Gemeindeebene eventuell. Für mich ist es eigentlich wichtig, dass Parteien, unabhängig davon, welche es ist, wirklich versuchen, Politik zu machen und sich nicht selbst rausheben, indem sie andere Parteien schlecht machen. Weil das ist für mich nicht Sinn und Zweck. Parteien sollten eventuell auch irgendwann mal verstehen, dass man Hand in Hand in die Sache angehen kann und nicht immer nur um die Macht kämpfen, sondern darum kämpfen, was für das Land wirklich oder für den Bund wichtig ist.